So Leute, jetzt gibt es, was wäre, wenn du 24 Stunden lang zocken würdest? Das sind die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Leute, das Video ist von der Sonnenseite, schaut gerne mal vorbei, lasst ein Like und ein Abo da und let's go! Sims. Weißt du, ich bin kein Gamer, aber es gab Zeiten, da konnte ich die ganze Nacht da sitzen und dein fettes Videospiel zocken. Oh ja, das kann da ich immer noch. Da sich mir aus heiterem Himmel die Frage, was wohl passieren würde, wenn ich 24 Stunden durchzocken würde. Habt ihr schon mal 24 Stunden lang gedaddelt? Schreibt's in die Kommentare. Du denkst, das habe ich nicht ausprobiert? Von wegen. Zunächst einmal bereitete ich mich gut vor. Ich legte meinen Gaming-Tag auf einen Samstag. So hatte ich weiter nichts zu tun und konnte mich für mein Event gründlich ausschlafen. Außerdem hatte ich einen weiteren Tag, um mich gut zu erholen. Ich kaufte ein Dutzend Red Bulls, die großen, nicht diese. Ja, Energies haben wir uns auch immer geholt. Und sorgte dafür, dass ich genug Kaffee da hatte, um mich wach zu halten. Dann stellte ich meinen Stuhl so ein, dass er etwas weniger bequem war als gewöhnlich. Was? Ich dachte, das würde mich vom Einschlafen abhalten. Weit gefehlt. Aber dazu komme ich später. Ich schaltete mein Handy aus, dass mich niemand stören konnte, und legte mir mein vorbereitetes Essen neben den Monitor. Natürlich war mir klar, dass ich von Zeit zu Zeit für kleine Königsziege... Wir hatten immer nur so ganz ungesundes Essen. Oh Mann, LAN-Partys waren... Also kurze Erklärung für die Leute, ich weiß gar nicht, macht man noch LAN-Partys? Da haben wir uns alle getroffen, haben die Computer zusammen aufgebaut und haben dann sozusagen alle an einem Tisch gesessen und haben gedaddelt die ganze Nacht. Junge, das war so geil, Mann. ...müssen würde, aber ein paar Minuten im Bad sind ja kein Schummeln. Die Alternative wäre einfach zu eklig. Denk dir dein Teil. Als alle Vorbereitungen getroffen waren, startete ich mein, nennen wir es, Experiment. Ich wählte ein Action-Roleplay, von dem ich wusste, dass es mich weit mehr als 24 Stunden kosten würde, um es durchzuspielen. Ich überlegte, ein Multiplayer-Online-Game zu spielen, weil es quasi unendlich ist. Aber ich stehe nicht so auf diese Art von Spiele und entschied mich dann doch für ein Singleplayer-Spiel. Und los ging's in die Welt von Macht und Magie. Was ist mit dir eigentlich? Spielst du RPGs? Was spielst du am liebsten? Wir haben damals Counter-Strike gespielt. Ihr dürft nicht vergessen, es war vor 15, 20 Jahren. Counter-Strike, Warcraft haben wir gedaddelt, Diablo auch ein bisschen, so Tower-Defense-Stuff teilweise dann in Warcraft. Absolut geil, es hat so viel Bock gemacht. Age of Empires haben wir gedaddelt, absolute... Ach, es war einfach geil, Mann. Verrat uns doch unten in den Comments. Ich bin gern Zauberer. Ich liebe es, Feuer und Schwefel auf meine Feinde regnen zu lassen. Okay. Tja, was soll ich sagen? Die ersten 3 Stunden vergingen wie im Flug. Als ich auf meine Uhr sah, traute ich meinen Augen kaum. Ich erinnere mich, dass ich dachte, wenn das so weitergeht, wird das das einfachste Experiment, das ich je gemacht habe. Ja, wenn die Müdigkeit Ich war weder hungrig noch durstig oder müde. Einfach nichts. Aber naja, das war auch nicht wirklich überraschend. Immerhin waren es auch erst 3 Stunden. Nach 2 weiteren Stunden spürte ich schließlich ein wenig Unbehagen in meinem Bauch. Hunger? Nein, nein, nicht diese Art Unbehagen. Ich brauchte etwas zu essen und zu trinken. Also schnappte ich mir ein paar vorbereitete Brötchen und zockte weiter. Übrigens verlor ich die ganze Zeit lang nie das Interesse am Spiel. Es ist ja so, wenn du erstmal im Spiel drin bist, bist du in dieser Welt und lebst dieses Leben und vergisst alles um dich herum. Ich weiß noch, diese Anfangszeit in Minecraft, Junge, ich konnte, die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Ja, nochmal kurz hier in die Mine, nochmal kurz runter, vielleicht finde ich ein paar Dias, hier nochmal das Haus ausbauen, Junge. Biologie ist schon abgefallen, aber darum geht's hier ja nicht. Nach 7 Stunden erinnerte ich mich daran, dass meine Beine eingeschlafen waren. Die Notdurft drängte mich aufzustehen, aber ich strauchelte beinahe. So lange in ein und derselben Position zu sitzen, tat ganz und gar nicht gut und ich musste erstmal meine Knie und Füße beugen und strecken, um wieder Leben in sie zu bringen. Junge, was für ein Loser. Als ich aufstand, gab es noch eine Überraschung. Mein Rücken tat höllisch weh. Erinnerst du dich, dass ich den Stuhl verstellt hatte? Tja, dumm gelaufen. Ich entschied mich daher, es mir von nun an so gemütlich wie möglich zu machen. Nach nur 5 Minuten war ich wieder in meinem Spiel. Wie der PlayStation. 3 weitere Stunden vergingen. Ich aß noch ein paar Brote und trank meinen ersten Energy Drink des Abends. Das Zocken hinterließ die ersten Spuren. Abgesehen davon, dass ich... Nach 10 Stunden, Junge, 10 Stunden sind nix. ...meinen Charakter wirklich schnell aufbaute, fing ich an, ein wenig müde zu werden. Aber ich war wild entschlossen, weiterzumachen. Nee, immerhin Mann, waren es ja nur noch 14 Stunden. Ist nix. Noch 2 Stunden und ich äxte meinen nächsten Red Bull. Nicht das. Ich finde, am schlimmsten ist es, wenn du ganz normal zockst, weil du hast ja einen Schlafrhythmus. Und bei mir ist es so, dass ich so um 22, 23 Uhr werde ich müde. Und auch das war auch immer so auf LAN-Partys immer der Punkt, wo es dann irgendwann anstrengend wurde. Wenn so spätestens 4 Uhr nachts oder 4 Uhr morgens, 6 Uhr...
das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Da sind auch die meisten von uns immer eingepennt. Aber wenn du es dann schaffst, dass es wieder hell wird, dann ist alles einigermaßen gut. Dass ich Energie gebraucht hätte, aber ich brauchte einfach irgendeine Ablenkung. Weißt du, ich hatte eine ganze Reihe cooler Aufgaben erledigt und musste das ein wenig wirken lassen. War ich müde? Vergiss es. Ich war dermaßen aufgeputscht und bereit, die ganze Nacht durchzuzocken. Ich war auch bereit, mit meinem magischen Schwert auf der Straße ein Verbrechen zu begehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Seid vorsichtig mit Energy Drinks, Freunde. Ja. Noch 3 Stunden und die 15 war voll. Es war bereits spät in der Nacht, aber das war mir wurscht. Ich war auf einer Mission. Einer großen Mission. Ich hatte keine Ahnung, was nach all den Stunden Zocken mit mir passieren würde, aber auch das war mir egal. Für mich zählte nur, um jeden Preis diese legendäre Rüstung zu erkämpfen. Oh ja. Nach 2 weiteren Stunden hatte ich es... Ich spiele ja aktuell wieder ein bisschen World of Warcraft. Und das ist halt auch so, dass du immer auf der Suche bist, nach noch krasseren Items, dich zu verbessern und so. Das bockt so mega, wenn du dann das Item hast. Einfach geil. Endlich geschafft. Yes! Jetzt war mein Charakter sozusagen unbesiegbar und ich konnte im Prinzip alles tun, was ich wollte, ohne andauernd den Spielstand speichern zu müssen. Ich hüpfte in meinem Stuhl auf und nieder, als das Unerwartete eintrat. Er brach unter mir zusammen. Einfach zusammengeklappt. 17 Stunden zocken ohne Pause und das nur, um meinen Stuhl zu zerstören. Ich raffte mich vom Boden auf, rieb mir den Rücken und erinnerte mich mal wieder an meine Beine. Junge, die haben früher nie wehgetan. Seit Stunden nicht aufgestanden war und besessen von meinem Spielerfolg, hatte ich sie auch nicht von Zeit zu Zeit gestreckt. Da ich schon mal stand, ging ich gleich nochmal eine Stange Wasser in die Ecke stellen. Ja, und da ich den Stuhl nicht reparieren konnte, nahm ich einfach einen Küchenstuhl. Ich wollte das Kapitel vor Sonnenaufgang beenden. Außerdem war da ja mein Experiment und ich durfte keine Zeit verlieren. Wieder 3 Stunden und 2 Energy Drinks später beendete ich das Kapitel wie geplant und machte mit dem nächsten weiter, da ich noch viel Zeit hatte. Übrigens hatte ich bis dahin mehr als die Hälfte des Spiels abgeschlossen, was für sich schon ein Erfolg war. Ich sah ein klein wenig verschwommen, da meine Augen vom auf den Bildschirm starren müde waren. Meine Gedanken wurden immer chaotischer, aber davon abgesehen ging's mir echt bestens. Erinnerst du dich an die geniale Rüstung? Vergiss die, die war nur bis zum 3. Kapitel fett und dann war sie von jetzt auf gleich Müll. Ja, was soll's. Ich hatte noch 4 Stunden und ich wollte das Beste aus ihnen machen. Ich fing an, häufiger auf die Uhr zu schauen und fragte mich, warum die Zeit auf einmal so schnell verging. Noch 3 Stunden, dann 2, dann 1. Ich war immer noch irgendwo mitten im Spiel und kein bisschen erschöpft oder so. Oh Gott, zumindest dachte ich das. Als die letzten Minuten meines 24-Stunden-Marathons abliefen, stellte ich fest, dass ich den Spielstand in diesem Bereich ironischerweise nicht sofort speichern konnte. Was tat ich also? Du musst weiterspielen. Natürlich, ich nahm mir noch die Zeit, die Zone zu beenden. Sobald ich fertig war, überlegte ich mir, noch schnell in die nächste Stadt zu laufen, um meine überflüssige Beute zu verkaufen. Das kostete ja nur ein paar Minütchen, also kein Problem. Ich kam also in die Stadt, verkaufte meine Waren, kaufte neue Ausrüstung und Zaubertränke, wie man das halt so macht. Und dann war da diese NPC mit einem Fragezeichen dran. Du weißt, was das heißt, oder? Natürlich ging ich zu ihm. Er erzählte mir, dass es gar nicht weit weg eine vielversprechende Aufgabe gab. Wie hätte ich so eine Möglichkeit verpassen können? Also 30 Stunden habe ich nie gedacht. Kommt jetzt 30 Stunden? Ich beendete das Spiel nach weiteren 4 Stunden. 28. Ich hatte keine Ahnung, wie K.O. ich war. Ich glaube, so lange habe ich nie durchgedaddelt. Ich stand auf, rieb meine Augen und begann mich zu strecken, als hing mein Leben davon ab. Ich konnte einfach nicht damit aufhören. 28 Stunden sitzen. 11 davon auf einem unbequemen Küchenstuhl. Nicht die beste Idee, wenn du mich fragst. Aber ich kann stolz verkünden, dass meine Mission, ich meine, mein Experiment, ein voller Erfolg war. Sehr gut. Ich zockte nicht nur 24 Stunden am Stück, sondern dehnte es sogar noch ein wenig aus und ging siegreich daraus hervor. Ich kann nicht sagen, dass es mir ernste Probleme bereitet hätte. Ja, meine Augen waren gereizt und meine Beine und der untere Rücken schmerzten. Daher streckte ich mich wie verrückt und machte ein paar Dehnübungen, bevor ich ins Bett ging. Ansonsten war es aber ziemlich cool. Keine Ahnung, ob ich es jemals wiederholen werde, weil ich halt einfach nicht mehr so viel Zeit habe, aber auf keinen Fall. Ja, das ist auch bei mir so, weil meine Kollegen und so. Ach, wie sage ich das am besten? Eine LAN-Party war früher einfach einfacher. Ich sag's euch, umso älter ihr werdet, das ist einfach der Rentner-Lifestyle, ich sag's euch. Man wird einfach wesentlich früher müde, man hängt eher in den Seilen, aber ich will unbedingt mit meinen Kollegen nochmal eine LAN-Party machen, wo alle zusammenkommen, ihre PCs mitnehmen, die ganze Nacht durchdaddeln und so. Das ist einfach geil. So spät,
das mache ich. Wenn mein Haus steht, dann lade ich die Jungs alle mal ein, dann wird gezockt. Das wäre eigentlich wirklich geil, weil mein Gaming-Keller ist groß genug. So, komm da. Letztendlich habe ich zwei Drittel des ganzen Spiels geschafft. Danach habe ich aber auch geschlafen wie ein Stein. Und? Hat dir mein Gaming-Marathon gefallen? Und willst du gern auch mal einen durchziehen? Hab ich. Dann gib dem Video doch ein Like und teils mit deinen Zuckerfreunden. Aber stopp, versink nicht gleich in deinem Spiel. Hier gibt's noch mehr coole Videos. Jetzt, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen und habt jetzt noch einen schönen Tag.